Stormy Daniels, Trump soll zur Aussage gezwungen werden. Stormy Daniels will eine Aussage von Präsident Donald Trump vor Gericht erzwingen. Ihr Anwalt reichte einen entsprechenden Antrag ein. Wird es jetzt ernst für US-Präsident Donald Trump, 71? Wie unter anderem die Time berichtet, hat Michael Avenatti, der Anwalt von Pornodarstellerin Stormy Daniels, 39, einen Antrag eingereicht, der den 71-Jährigen und seinen Anwalt Michael Cohen dazu zwingen soll, unter Eid vor Gericht auszusagen. In einer zweistündigen Befragung solle sich Trump bei einer Genehmigung des Antrags unter anderem zu der Bezahlung von Schweigegeld und seinem Wissensstand darüber äußern. Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, soll 2006 eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben. Sie klagt derzeit gegen die Schweigevereinbarung, die sie davon abhalten soll, die Geschehnisse in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Der Pornostar behauptet, das Dokument sei ungültig, da dieses nie von Trump unterschrieben worden sei. Sie sei auch bereit, die Summe von $130.000, die sie von Cohen damals erhalten habe, zurückzuzahlen, wenn es von ihr verlangt werde. Daniels Anwalt hatte auf Twitter verkündet, dass er den Antrag am Montag eingereicht habe. Der Beschluss dazu werde am 30. April bekannt gegeben. Außerdem postete er Auszüge aus dem entsprechenden Antrag.